Der Museumsmacher und frühere Europaparlamentarier Reinhold Messner hat vor der Schließung der Brenner Grenze gewarnt. Das habe nicht nur negative Folgen für die Südtiroler Wirtschaft. Besonders bedauerlich sei, dass ausgerechnet Österreich die Grenzen dicht mache. Das sei ein Beweis für den immer stärkeren Nationalismus in vielen EU-Mitgliedstaaten, sagt Messner. Südtirol ist generell für die Österreicher eine Herzensangelegenheit, wenn man sie reden hört. Für die FPÖ ist es eine Blut- und Bodenherzensangelegenheit. Aber es war die FPÖ, die die Regierung so weit getrieben hat, überhaupt darüber nachzudenken, am Brenner oben sozusagen die Grenze wieder zu untermauern. Und es wird die FPÖ sein, die alles tut, um das Land intern abzuregeln und zu sagen, Österreich zuerst, Österreich allein und Österreich über alles und alle anderen hinaus. Also wir sind dann nicht mehr die Herzensangelegenheit. Messner bezeichnet die Selbstbestimmungs- und Freistaat-Tendenzen in Südtirol als nicht zielführend. Dann müsste Südtirol die Flüchtlingsfrage am Brenner nämlich alleine lösen. Weder Österreich noch Italien würden sich dann für zuständig erklären.